Sie aber erstmal Ihren Alltag, dann werden Sie mit der Zeit alles wissen. Aber leben Sie defensiv, wenn ich Ihnen diesen Tipp geben kann. Defensiv leben! Es reichen zwei Leute, die sich gegenseitig bezeugen, dass sie provoziert haben und sie in Gefahr liefen, missverstanden zu werden. Gehen Sie also am besten nicht allein aus dem Haus. Ich bin Ihnen ja so dankbar für den Tipp. Wir leben übrigens in einer völlig freien Gesellschaft. Es ist wunderbar. Am meisten macht uns der Lärm Spaß. Lärm? Ja, Lärm. Das ist sowas Wundervolles, sowas Schönes, einzigartig. Wir haben dafür sogar extra große Lärmbuden eingerichtet, wo wir auf den besonders großen Leinwänden meistens die Erfolge unserer Sportler zeigen. Aber was ist mit der Energieverschwendung, die dabei entsteht? Das ist uns egal. Wir haben auch dafür eine schöne Harmoniehymne. Lärm, Lärm, Lärm über alles in der Welt. Danach lasst uns alle streben und so weiter. Ansonsten sitzen wir nur rum und arbeiten natürlich. Sie hingegen, Sie sind ja jetzt quasi von den Toten wieder auferstanden. Sie bekommen ein Ruhezimmer zugewiesen. 4 Quadratmeter Schonraum im fröhlichen Endzeithaus. Das muss reichen. Sagen Sie dort, dass Sie eine Komatöse waren. Das bringt eventuell 1,5 Quadratmeter mehr. Hier haben Sie die Adresse. Begeben Sie sich dorthin. Direkt. Machen Sie keine großen Umwege. Sie wissen schon. Die Bewegungskontingente. Ja, danke. Ich werde mal sehen. Lassen Sie keine Zeit verstreichen, wenn nach Anbruch der Dunkelheit draußen herumläuft, verliert sein Bewegungsrecht für eine Woche. Wiederholungstäter sogar für Monate. Und hüten Sie sich vor den Freigängern. Das sind Oppositionelle. Wenn wir sie fangen können, verbringen wir sie in die Entsorgungskammern. Dort werden sie... Nein, nein. Bitte keine Details. Mir ist sowieso... ziemlich übel. Das kommt davon, wenn man 15 Jahre im Bett liegt. Aber Balzac und Heine haben doch auch... Um Gottes Willen, nennen Sie diese Namen nicht. Wollen Sie sich unglücklich machen? Finden Sie sich ganz schnell zurecht, sonst sehe ich schwarz für Sie. Und nun raus! Gut, dann. Ich bin wirklich ein bisschen verwirrt. Nein. Männer geben Frauen nicht die Hand. Das ist seit 2019 verboten. Oh, ich verstehe. Die Islamisten haben das durchgesetzt. Nein, die gibt es hier schon länger nicht mehr. Das ist aber eine andere Geschichte. Das hat das Ministerium für Genderfragen, Hybridkonzeption und Esoterik eingeführt. Menschen unterschiedlichen Geschlechtes sollen sich der Möglichkeit aus dem Weg gehen. Sie wissen doch, die Missverständnisse. Ah ja. Ah ja. Es wird deshalb empfohlen, gar kein bestimmtes Geschlecht mehr zu haben. Nach dem Hybridprogramm unter Frau Künast für Fahrzeuge haben wir das später auf die Menschen ausgedehnt. Wir haben ja ungeheuer... Wie? Ich meine ungeheure Erfolge damit erzielt, nachdem das von der Initiative Gleichstellung, Fairness und Freundlichkeit als Gesetzesvorlage eingebracht und von der großen Koalition des Volkes, die nach der Auflösung aller Parteien im Jahre 2015 regiert, beschlossen wurde. Es ist auch seither verboten, dass zwei Menschen unterschiedlichen Geschlechtes miteinander in einem Zimmer sind. Ich floh schnell hinaus, hetzte über den Vorplatz, flüchtete mich in die nächste Straßenschlucht. Ich hatte nicht vor, zu diesem fröhlichen Endzeithaus zu gehen. Ich war nun illegal. Ja, was passiert noch alles? Ich habe das in etwa angedeutet, als ich nämlich auf die Krippenkids treffe. Und es heißt dort, so begegnete ich Mehmet, der als 16-Jähriger mit einer 40 Jahre alten Frau geschlafen hatte und daraufhin für 3 Jahre auf die Insel Helgoland verbannt worden war. Katrin, die man auf Anordnung der Gesundheitspolizei wegen 3 Kilo Untergewicht zwangsgestopft und der man aufgrund ihres Berufsziels Model Fettzellen eingespritzt hatte. Jan, der wegen seines Übergewichtes zu 1 Jahr staatlich kontrollierten Fastens verurteilt worden war. Paul, der sich strikt bis zuletzt geweigert hatte, seine Glühbirnen gegen Sparlampen auszutauschen und kurz vor der Verhaftung untergetaucht war.
Maike, die wegen eines Mantels mit echtem Pelzaufsatz, der ihrer Großmutter einst gehört hatte und den sie, ohne es zu wissen, im Kleiderschrank aufbewahrt hatte, vom Mob auf den Marktplatz gezerrt und fast gesteinigt worden war. Frank, den ihr alle nur Elvis nannten und der sich mit einer Pistole bewaffnet gegen die Verschrottung seines Oldtimers gewehrt hatte. Bill, der seine Elektrogitarre und das Haarfärbemittel nicht abgeben wollte. Thorsten, den man bei dem Versuch erwischt hatte, 3 Flaschen Bier aus dem Freistaat Grönland einzuschmuggeln. Alkohol war seit 2015 verboten. Sein Verzehr wurde nicht unter 2 Jahren Arbeitslager bestraft. Billy, eigentlich Sibylle, die man gefangen hatte, weil sie öffentlich ein Buch las, das nach dem Reichsschriftungskammergesetz strikt verboten war. Es hieß, die Entstehung der Arten durch natürliche Zuchtwahl von einem gewissen Charles Darwin. Christopher, der zuerst in die Vereinigten Staaten über den Seeweg geflohen war, aber nach seiner Rückkehr wegen dortiger Inanspruchnahme eines Flugzeuges zu einer 5-jährigen Haft verurteilt worden war. Anna, die Tabak im Garten angebaut hatte und dafür 4 Wochen Pranger erhalten hatte. Samuel, der Pin-Ups an seiner Schlafzimmerwand aufgehängt hatte und dem man noch am Tage des Verbotes sämtlicher Pornografie durch die Ex-Reichsschriftungsjugendführer Schwarzer nicht nur verhaftet, sondern auch zwangskastriert hatte und so weiter. Alle hatten unfassbare Geschichten zu erzählen. Nicht, dass mir die versammelte Truppe sympathisch war, ein Gebräu von Kulturfreaks und Eigenbrötlern, aber Sympathie war wohl auch keine Voraussetzung für die Feststellung, dass wir ein gemeinsames Problem hatten. Der Krieg zwischen uns würde noch stattfinden müssen, aber später in Freiheit. Schönes Grün 2022 und ich denke, so in etwa wird es sein. Oder? Was tun wir schon dagegen?